und vor allem sehr viele Brillenträger, die eben das Problem haben, ob ein Headset denn bequem ist. Hier sind zwei Lautsprecher verbaut. Also ich werde zukünftig wahrscheinlich auch nur noch mit diesen Kopfhörern hier spielen. Und so klingen die Kopfhörer, wenn man das Ganze an den PC angeschlossen hat. Die Ohren sind geputzt, Freunde, denn heute gibt es ein Review, was ich persönlich auf jeden Fall sehr interessant finde und auch ich selbst schon mit dem Gedanken lange gespielt habe, mir mal sowas zu kaufen. Und zwar gibt es jetzt ganz neu von Logitech das neue G33 Gaming Headset in ihr Kopfhörer, Freunde. Und was die so können, das habe ich für euch getestet und verrate ich euch direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Ich nutze ja schon sehr, sehr lange das Logitech G Pro X kabelgebundene Headset mit meinem Go XLR und bin eigentlich auch mega zufrieden. Das Headset ist eigentlich wirklich sehr bequem. Wir haben hier hochwertige Materialien verbaut, Aluminium und so weiter. Es sieht hochwertig aus, wie gesagt, bequem. Allerdings gibt es einen Nachteil und das haben eigentlich alle Headsets. Und zwar, dass man halt im Sommer anfängt, wenn es wärmer wird, vor allem an den Ohren zu schwitzen. Vielleicht gibt es auch genügend Leute, die auch schon im Winter einfach durch das Tragen von Headsets anfangen zu schwitzen. Und vor allem sehr viele Brillenträger, die eben das Problem haben, ob ein Headset denn bequem ist, wenn man es aufsetzt. Und aus dem Grund habe ich mir schon lange die Frage gestellt, wie es eigentlich mal wäre, wenn man einfach In-Ear-Kopfhörer fürs Zocken nutzen würde. Ich habe viele Leute gesehen, die einfach ihre iPhone-Kopfhörer nutzen oder wie auch immer. Und jetzt hat eben Logitech ein extra dafür geeignetes Gaming-Headset rausgebracht in ihr Kopfhörer. Und die schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal genauer an. Ich habe das Ganze wie gewohnt bereits schon geöffnet, Freunde, getestet, wieder eingepackt für euch, damit ich euch das so gut wie möglich nochmal in dem Unboxing zeigen kann, was halt hier im Lieferumfang enthalten ist. Schauen wir mal rein. Wir sehen hier auf jeden Fall direkt im ersten Blick die Kopfhörer. Wenn wir das Ganze öffnen, da war mal ein Kabelbinder dabei, das habe ich jetzt natürlich entfernt und nicht nochmal dran gemacht, aber hier einmal nur die Kopfhörer. Legen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier nochmal eine Tragetasche bzw. ein Case, ein Etui, wo wir die Kopfhörer reintun können und das überall hin mitnehmen können, ohne dass das halt in unserer Hosentasche, keine Ahnung, verstaubt, wie auch immer. Können wir das Ganze hier einpacken, finde ich cool, hat Logitech hier auf jeden Fall auch noch mit reingelegt. Kann man machen. Dann haben wir hier zusätzliche Ohrstöpsel. Einmal nochmal größere und kleinere, falls nämlich die, die da drauf sind, einem zu groß oder zu klein sind, kann man das Ganze hiermit eben anpassen. Und einen USB-Dangle, den wir dann nutzen können für unser Smartphone, wenn wir eben keinen 3,5 mm Klinker haben. Oder für den PC, wenn wir dort auch das Ganze nicht mit 3,5 mm Klinke nutzen wollen. Hier auch nochmal kurz zur Verpackung. Schöne Verpackung, minimalistisch, klein gehalten. Wir haben hier ein paar Informationen natürlich drauf. Einmal, dass wir hier ein Bedienelement haben, was wir nutzen können. Das zeige ich euch gleich. Wie gesagt, Lieferumfang und so weiter. Und ansonsten ein paar Informationen, die ich mir selber noch beschafft habe. Denn diese Kopfhörer, die wir jetzt aber auch erstmal hier mal befreien, haben nämlich verbaut zwei Lautsprecher in diesem kleinen Gehäuse. Packen wir das Ganze mal hier aus. Sehen wir auch schon hoffentlich kein Ohrenschmalz mehr dran. Nein, wie gesagt, Ohren waren geputzt. Wir sehen diese zwei kleinen Kopfhörer, beziehungsweise ist es ja ein Headset letztendlich, weil wir auch ein Mikrofon verbaut haben. Das Ganze ist hier aus Aluminium, finde ich auf jeden Fall sehr geil. Und wie gesagt, hier sind zwei Lautsprecher verbaut. Einer, der dafür sorgt eben für die mittleren und für die hohen Töne. Und einer, der für die tiefen Töne sorgt. Ich persönlich habe das auf jeden Fall jetzt ein bisschen getestet, ganzen Tag fast schon getestet gestern und muss sagen, ich finde die Dinger echt super gut. Es gibt nur eigentlich nur einen kleinen Nachteil, den ich euch auf jeden Fall auch gleich mal verraten will. Wie können wir das Ganze nutzen? Wir können das Ganze auf jeden Fall überall nutzen. Wir können die Kopfhörer wirklich am PC, am Smartphone, an der Nintendo Switch, oft an der PlayStation, an der Xbox, wie auch immer. Wir können diese Kopfhörer einfach überall nutzen, wo wir es eben nutzen wollen. Teilweise müssen wir den Dangle anbringen und wenn wir diesen Dangle nutzen, wird das Ganze hier einfach angesteckt und dann können wir mit dem Dangle zusammen das Ganze an den PC anstecken und dann eben über den PC sogar mit dem Bedienelement hier an der Seite den PC lauter und leiser stellen. Das funktioniert, sobald wir das Ganze angestöpselt haben. Was mir aufgefallen ist, wenn ich das mit dem USB-Dangle an mein S21 Ultra anstecke, an mein Smartphone, dann ist es ziemlich leise. Also es ist echt fast überhaupt nicht laut. Es ist so, als würde man gute, laute Kopfhörer so auf 3/4 stellen. So ungefähr. Also es ist schon laut, aber nicht sehr laut.
Aber der Klang ist wirklich sehr gut. Das muss man dazu sagen. Aber das auch nur mit dem Smartphone. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Smartphones wäre. Ich habe leider kein anderes zur Verfügung, was ich jetzt testen könnte. Was ich sagen kann, mit 3,5 mm Klinke, egal wo ihr es anschließt, es ist auf jeden Fall laut genug. Sehr, sehr laut sogar teilweise. Dass die lauteste Lautstärke quasi einem zu laut vorkommt und man runterregulieren muss. Am PC mit dem USB-Dangle, wie gesagt, gar kein Problem. Können wir einfach anstecken und es kann man dann letztendlich auch so nutzen, wie man es möchte. Und es ist laut genug, das wollte ich eigentlich sagen. So, was ist aber, wenn wir das Ganze, wie gesagt, an die PlayStation anschließen oder an den Xbox? An die Xbox anschließen. Wie funktioniert das? Ganz einfach, wir brauchen dazu unsere Controller und dann können wir das Ganze entweder, wie gesagt, an den PlayStation Controller unten einmal anstecken und das Ganze direkt wieder wireless nutzen. Das heißt, das müsst ihr halt wissen, wenn ihr das Ganze direkt über den Xbox oder über den PlayStation Controller nutzt, ist die Qualität nur noch per Wireless, weil der Controller ja wireless läuft. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, also der Game Sound, ich habe das alles getestet, der klingt wirklich sehr, sehr gut. Auf der PlayStation habe ich ein bisschen Call of Duty gezockt, habe mir auch mal angehört, ob man die Steps und so weiter hört. Man hört wirklich alles hervorragend. Soundqualität ist wirklich eine 1+, muss ich sagen. Also ich hatte schon teilweise andere Headsets, große Headsets, teure Headsets, die wesentlich beschissener geklungen haben, wie diese hier. Und die kosten 50 Euro, finde ich eigentlich ganz okay. Und am Ende des Tages, muss ich aber sagen, ist die Mikrofonqualität nicht so geil. Ich konnte es jetzt mit der PlayStation leider nicht testen, da ich die Möglichkeit nicht hatte, beziehungsweise meine Capture-Karte die PlayStation einfach nicht erkennen wollte. Aber mit der Xbox konnte ich das testen und da habe ich einfach mal eine Sprachnachricht aufgenommen und tatsächlich einfach einem Wildfremden gesendet, weil ich keine Freunde auf der Xbox habe. Ich habe keinen Mensch, der Xbox spielt. Keine Ahnung warum, aber ich kenne niemanden, der auf der Xbox spielt und selbst... Ja gut, den Jay kenne ich, meinen Designer, aber den hatte ich noch nicht da drin. Ich habe einem Wildfremden einfach eine Sprachnachricht gesendet und hört euch das selber einfach mal an. Ich habe das Ganze schon aufgenommen gehabt. Wir testen jetzt die Mikrofonqualität vom Logitech G933. Ich kenne nur eine einzige Möglichkeit, wie wir das auf einer Konsole machen können. Und das ist, dass wir eben einem Kollegen einfach eine Sprachnachricht schicken, das Ganze mit der Elgato Capture-Karte aufnehmen und ich das dann einfach abspiele. Problem an der ganzen Sache ist nicht, dass ich keine Capture-Karte oder ähnliches habe. Problem ist, ich habe keine Freunde auf der Xbox, deswegen schickt mir jetzt einer wildfremden Person eine Nachricht. Das Problem ist auch, wir müssen diese Nachricht versenden, weil sobald ich diesen Stöpsel hier ziehe, kann ich es mir nicht nochmal anhören. So, fangen wir an, wir hören uns die Nachricht, beziehungsweise wir schicken jetzt erstmal eine Nachricht, aufzeichnen. 1, 2, 3, Test. So klingt das Mikrofon von dem Logitech G933. Ich muss das jetzt abschicken, Nachricht senden, Nachricht ist weg. Jetzt ist er weg. Jetzt stöpsel ich das Ganze aus. Zack. Und wir hören uns das Ganze hier einmal an. 1, 2, 3, Test. So klingt das Mikrofon von dem Logitech G933. Ja, ihr habt es gehört, Freunde. Es klingt jetzt nicht mehr ganz so geil. Das liegt, wie gesagt, einfach daran, dass das Ganze per Wireless dann am Ende läuft. Aber ich muss sagen, auf der Xbox auch gespielt damit. Es klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und auch auf dem PC habe ich eine Mikrofonaufnahme gemacht. Und die hat dann auch um einiges besser geklungen. Viel, viel besser. Also ist schon wirklich sehr gute Qualität. Hört euch das Ganze auch einfach mal an. Und so klingen die Kopfhörer, wenn man das Ganze an den PC angeschlossen hat. Ihr hört schon selber, es klingt auf jeden Fall um einiges besser. Es klingt wirklich sehr, sehr vernünftig. Wir haben natürlich so ein bisschen Hintergrundrauschen, wenn ich, glaube ich, gar nichts sage. Aber das ist auch vollkommen normal, denn ich habe jetzt hier nichts eingestellt. Man kann natürlich den Pegel auch ein bisschen runterschrauben und dann eben das Rauschen hinten rausfiltern. Oder es gibt gewisse diverse Programme, wo man das eben machen kann. Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur roh das Mikrofon über den PC aufgenommen. Also der Unterschied ist gewaltig. Was natürlich bei einem PC jetzt zum Nachteil sein könnte, wenn man eben diese Kopfhörer in den Ohren hat und das Kabel, muss ich sagen, das ist ungefähr bis zu den Ohren einen Meter lang, also es ist schon lang genug, aber nicht jeder hat seinen PC irgendwie direkt in der Nähe, wo man das dann halt auch anschließen kann. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr natürlich das Ganze am PC nutzen wollt und Mikrofon und den Sound hören wollt, dann müsst ihr natürlich den Dangle benutzen, okay? Weil anders funktioniert das nicht. Wenn ihr das Mikrofon zeitgleich nutzen wollt, dann eben nur per USB und das in dem Fall Typ C. Wenn ihr keinen Typ C habt, braucht ihr sogar noch einen Adapter dafür. Die meisten neuen Mainboards haben allerdings auch USB Typ C, also
wenn ihr Glück habt, geht's. Wenn nicht, braucht ihr nochmal einen Adapter. Die meisten haben ja natürlich so einen Teil hier, wie ich zum Beispiel auch. Das heißt, ich würde das Ganze nur als Kopfhörer nutzen und nicht zusätzlich das Mikrofon nutzen, weil ich hier ein separates Mikrofon dafür habe. Also das müsstet ihr auf jeden Fall wissen. Man kann das Ding auch an ein Audio-Interface anschließen, zum Beispiel an das Go XLR. Und wenn man das macht, Freunde, und auf der lautesten Lautstärke, also komplett volle Dröhnung, sind die Dinger unnormal laut, wirklich. Also das haut einem die Ohren trommeln weg, das ist unnormal, wirklich sehr, sehr laut, aber auch sehr gute Qualität. Und ich werde zukünftig wahrscheinlich auch nur noch mit diesen Kopfhörern hier spielen, weil ich das einfach viel angenehmer finde, als dass ich immer wieder mir Kopfhörer aufziehe, die halt mein ganzes Ohr bedecken, dann hier oben noch so ein Bügel ist. Ja, wie gesagt, es ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr bequem. Ja, mein Fazit zu diesen Kopfhörern, weil mehr gibt es dazu eigentlich aktuell auch nicht zu sagen, ist einfach, dass ich die Idee eigentlich sehr, sehr gut finde. Logitech hat die jetzt rausgebracht. Logitech hat ja auch Astro gekauft. Die gibt es nämlich auch von Astro. Die gab es, glaube ich, schon ein bisschen vorher. Jetzt halt von Logitech in 3 verschiedenen Farben auch. Kann man sich was aussuchen. Lila, weiß und schwarz gibt es, was da halt einem am besten passt. Ich habe mir jetzt die weißen hier besorgt. Finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Hier mit so lila Polstern. Die sieht man letztendlich im Ohr eh nicht mehr. Zum Tragekomfort kann ich auch sagen, die sind auf jeden Fall mega bequem. Wem das Ganze nicht passt, wenn die zu dick oder zu klein sind, dann kauft euch, beziehungsweise nicht kaufen, sondern hier die Dinger sind ja dabei. Wechselt die Teile einfach aus und schon habt ihr das passend für eure Ohren. Ja, das war's letztendlich, Freunde. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Kopfhörern haltet zum Zocken. Denn ich habe auch schon eine Instagram-Anfrage bekommen gehabt von einem, der meinte, ey Ratun, stell doch mal sowas vor. Ich glaube, einige könnte das stören und einige wollen sowas zum Zocken. Dementsprechend, wie gesagt, Sound super, Mikrofon okay, bei der Konsole mit Controller nicht mehr ganz so geil, aber es ist trotzdem ausreichend. Ich kenne, glaube ich, kaum Kopfhörer, die halt auf der Konsole generell gut klingen. Wenn ihr da aber auf dem PC unterwegs seid, habt ihr da auf jeden Fall guten Mikrofonklang, guten Soundklang habt ihr überall. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze mit einem Audio-Interface anschließen und dann habt ihr sowieso immer stabilen Klang. So, das war's mit dem Video. Lasst dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Ansonsten abonniert auch sehr, sehr gerne diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Ratun. Peace.